Ich habe Erwin versehentlich getötet. So, Erwin, dann kommen wir jetzt hier vorne in den Dung und in das linke Fass unsere Futtermittel reintun. Ey, wieso komme ich hier nicht durch? Drago, du bist zu fett. Ja gut, nachdem ich ihn jetzt getötet habe, der verliert so. Lass das schon durchgehen, oder? Ich kann ihn nicht nochmal töten. Hast du jetzt eigentlich viel verloren, Erwin? Skillpunkte? Nee, eigentlich nicht viel. Okay. Na, immerhin. Aber halt gerade von denen, die ich brauche. Ah, super. Also ein Punkt, aber das ist wenig. Ja, dann geht's ja noch. Aber wie gesagt, war ich keine Absicht. Kriege ich jetzt den Mörtel? Dann können wir noch das Warenhaus fertig machen. Sehr nice. Da könntest du dann euer Klumpert gleich reinpacken. Eure Kästen. Kisten. Die verschwinden. Bargo. Ja. Was brauchst du denn eigentlich für die Belagerungswerkstatt noch? Eine Tür. Eine Tür, da brauche ich Schlösser. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Feudal, Your Own mit Dragodor und mit Outking. Servus. Grüß euch. Und mit Markus. Hola. Hola. Und mit Stefan. Servus. Grüße. Der Andi ist auch da. Servus. Moin, moin. Und der Lars. Ja, was ist der Lars auch schon da? Ja, der ist wahrscheinlich auch irgendwo. Genau, und wir sind jetzt hier in der Base. Haben jetzt hier schon ein bisschen die Mauern gebaut. Steine und Bretter und Lehm geholt. Hier gibt es unsere Kräutergärten. Die Alchis sind schon sehr fleißig. Das ist übrigens ziemlich nice mit den Kräutergärten. Hey, wir werden gerade zugehäuft. Mit, du bist Baumeister, du musst sagen, zugepflastert. Zugepflastert, genau, mit Flussmittel und Schlösser. Und. Die genau. Schlösser wachsen nicht im Kräutergarten. Die warten. Na, aber mit Flussmittel, Leute. Und, ja, unser halbfleißiger Schmied. Der macht dann da draus Schlösser, oder, Outking? Natürlich, natürlich. Da steht er ja schon. So showmäßig hat er jetzt gerade die Esse aktiviert. Damit es ausschaut, wie wenn er einmal was tut. Genau. Der Blender vorm Herrn. So, und wir waren aber jetzt, ja, also wirklich schon fleißig. Also der Outking hat da schon Schlösser gemacht. Ich habe da jetzt auch noch einige Schlösser im Inventar. Und die letzten Türen und Tore haben wir hergestellt, dass wir jetzt hier zum Beispiel mal unser Wohnhaus fertigstellen können. Und das machen wir jetzt auch gleich. Zack. Da haben wir 4, 5... Und das 6. Tor. Dann bauen wir das mal fertig. Würde ich sagen. Wir bekommen mein Zuhause. Juhu! Endlich mal schlafen in einem Bett. Und einmal etwas als sein Zuhause nennen. Genau. Und so kann man sich. Es gibt bestimmt wieder irgendwen, der ganz oben schlafen will, oder? Mir ist egal. Hauptsache mit dem Arsch an der Wand. Oh Mann.
seine Männer wie gegeben. Okay. So, also zumindest haben wir jetzt ein Zuhause. Ja, der Andi, der will halt irgendwo dann. Okay, haben wir jetzt gehört. Genau, so. Oh, das kostet mir gleich meine ganze Kondition. Oh Mann, hey. So, und dann haben wir noch die Gate-Module für das Torhaus. Und dann glaube ich, können wir das südliche Torhaus schon fast fertig machen. Ich laufe da mal runter, so. Ach, hier unser Wandregal. Mit den zwei Vasen. Ist da eigentlich was drin? Da kann man nur untersuchen, oder? Outking. Wie bitte? Diese Vasen. Da ist nichts drin quasi, oder? Die kann man jetzt. Diese kleinen oder die großen Vasen, ja gut, da passen Zähne, nein, naja, egal. Naja, jedenfalls haben wir da unser Steintorhaus und da fehlt eigentlich nur noch das Tor. Eins haben wir schon fertig, das zweite muss ich noch herstellen. Und da haben wir aber eigentlich auch schon die ganzen Materialien dafür. Wenn es aufgeht, jetzt. Allerdings ist das ein bisschen vom Platz her. Ich glaube, ich muss da mal ganz Inventar leer räumen. Oder zumindest einen Großteil davon. Ich räume das einfach mal alles rüber in den Handelskarren. Und dann. Na, halt. Das war jetzt ungut. Ein Schreinerkasten, den brauche ich ja noch. Ach, die Nägel. Wenn man die Nägel nicht gescheit erwischt, dann zieht man das ganze Inventar mit. Das ist auch blöd. Und die Pfeile genauso. So, können wir jetzt die 16 brauchen? Nein, geht noch nicht. Dann das Essen rüber. Ich habe ja 150. Also die weiße Zahl beim Inventar, das ist das, was man im Prinzip tragen kann, ohne dass man Geschwindigkeit verliert. Und man kann aber das Doppelte eigentlich tragen. Plus 1, also über 251. Das waren dann 302, 303, was man maximal tragen kann. Allerdings ist man halt dann ziemlich langsam und überladen. Aber ich muss ja jetzt nur hier das Tormodul bauen können. Und da brauchen wir, was brauchen wir da noch? 4 Schlösser. So, dann können wir die hier herstellen. Tor. 10 Bleche, 16 Hartholzscheite und 4 Schlösser. Und damit können wir das südliche Steintorhaus fertig bauen. So. Dann mal rein damit und bauen. Ah, ich hau dir eine. Ich würde jetzt bloß mal schauen, ob wir es richtig rum fertig gebaut haben da. Das ist schon passt. Warte mal, ich glaube, der Outking. Der Outking wollte nochmal mit mir reden. Wo ist er denn? Bist du jetzt so ein eigener, du Feigling? Das kann ich wissen, gell? So ein feiger Hund, ey. Wo bist du jetzt? Wo bist denn du, hä? Ich seh ihn. Boah! Alter! Okay, jetzt geh her. Flucht, ja genau. Ich hab keine Rüstung. Ist mir wurscht. Das hättest du vorher überlegen müssen. Der Heiler kommt schon. Ich werde den zwei braucht mehr in den Totengräber. Der ist da oben. Ein Feigling. Da oben ist er. Ich seh ihn schon. Da schierst du mit dem Bogen daher und dann. Und nehmt euch ein Zimmer. Naja. Da drin könnt ihr euch kloppen. Genau.
Jetzt können wir dann einen claimen, damit es nicht mehr rauskommen. So, ich baue dabei da noch für den Stefan den Schrank fertig. Mein Flaschenregal bitte auch. Dein Flaschenregal auch, da kannst du gleich einen Outking einlegen. Haben wir jetzt eigentlich schon die Metallbänder? Ja, hast über 20 Stück drin. Ich weiß nicht, wie viel du noch brauchst. 5 brauche ich auf jeden Fall für den. Für den Schrank. Kostet mehr? Für den Schrank jetzt erst einmal nur 5, weil da habe ich noch ein paar gehabt und. Warte mal, wenn wir gleich schauen. So, 2 Schränke. Ach, da fehlen noch Hartholzbretter. Für die Truhe. Und das Flaschenregal, das können wir noch fertig machen. Gleich mal schauen, ob wir die Flaschen da irgendwie unterbringen können oder ob das nur Deko ist. Reparieren. Vielleicht kannst du das ja verwenden, Markus, musst du mal schauen. Also ich konnte jetzt nicht großartig viel. Brauche ich dann, ja. Jetzt brauchen wir nur 6 Hartholzbretter. Die können wir da auch noch raussägen. Brettsägen. Ich weiß erstmal, ob ich noch bei den Viechern skillen kann. Genau, skillen ist einmal so Sache. Killfood ist wieder ein bisschen was da. Sehr schön. Ich habe jetzt 2 Zimmern auf 91, Mauern auf 94, Gebäudewartung auf 64. Reinern auf 90 und ja, Bogenbau. Aber ich muss mal schauen, wie ich es genau mache, weil wir sind ja jetzt nur im Kleinen und da brauchen wir momentan Architektur noch nicht, aber wenn wir Architektur dann eventuell im MMO brauchen, dann wäre Bogenbau oder so nicht ganz so hoch skillen, beziehungsweise überhaupt nicht skillen und ob ich Handwerk wirklich auf 90 brauche, muss man auch mal schauen. Kriegt man seltene Zutaten in Bäumen. Ja. Werden wir dann sehen. Wenn es soweit ist. So, dann haben wir noch das Brett hier. Das läuft mir über irgendwann quer durch. Toll. Ah, der Outking schon wieder. Unser Schmied fährt nur ungut auf. Ja, Wahnsinn. So. Da haben wir jetzt nur Truhe. Stefan, deine 2 Schränke und Truhe sind dann auch fertig. Ja, danke. Und ich hole dann noch mein Inventar wieder aus dem Karren raus. Wie kann ich denn noch die Viehzucht skillen? Kann mir das einer von euch sagen? Außer die Tiere fangen. Tiere, also den Mist aus dem Stall. Kannst halt den Mist aus dem Stall oder aus der Scheune oder so, genau. Und halt die Eier einsammeln und so. Genau, aus dem Hühnerstall die Eier. Ja, aber generell auch Kühe und Schafe. Kann man Essen wieder mit rübernehmen? Es gibt nichts zum Ernten. Ja, ich hab vorhin erst, jetzt vor einer Viertelstunde. Ja, dann lasst mir das bitte, weil ich bin dann Ja, die nächsten Tage dafür verantwortlich, sonst kann ich nicht in die Scheune hineinschauen. So, hier mal aufpassen. Da stirbt man gern, wenn das Tor zugeht und man ist drunter. Kannst du das ja gerne demonstrieren, Drago? Willst du mal sagen? Ja, stell dich mal drunter. Ich bin derjenige, der das Tor zumacht. Ja, klar. Genau, und der Outking wollte oben noch einen Beobachtungsturm haben. Der Spanner. Der Spanner sagt der ja, irgendwas willst du beobachten. Was? Drago, da gibt's ein Problem. Wir haben keine Frauen auf dem Server. Pass auf, dass ich da nicht einen Pfeil in der Richtung da wieder schieße. Ja, deswegen, du hast mir eh schon. Schaf haben. Also ein Schaf, also für sich alleine und so. Denn ich schieße die sogar von da oben im Pfeil, wenn du frech bist. So, da, jetzt kannst du schauen. Also.
Der Beobachtungsturm ist auch fertig. Mal schauen, was man da so sieht, wenn man da so schaut. Müsste es eigentlich schön raus auf die See sehen. Ja. Weil da unten kommt ja dann der Hafen hin quasi. Auf der anderen Seite werden wir auch sowas noch bauen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht ungeschickt. Wie weit geht denn der Kleinbereich? Kleinbereich geht ja eh schon dafür, dass wir erst in der ersten Stufe sind, wir noch, oder? Oder zweite? Nein, wir sind schon in der dritten Stufe jetzt. Okay. Wir haben jetzt das dritte Update quasi. Ja gut, aber der erweitert sich ja noch. Also wir kommen auf jeden Fall bis zum Meer hier. Im genau. Kleinbereich und. Darum geht's ja. Das ist dann schon nice, ja. Weil dann Süden, wo wir dann hinkommen zum Meer bauen, ist ja dann quasi der Hafen, der Anlage steht und so. Ja. Stefan, wie schaut's aus mit dem Alkohol? Ach, immer nur ein Saufen. Wenn ich nichts kann, das kann ich. So, dann Pfeile brauchen wir nur, oder? Hast du gesagt, Outking? Pfeile wären nice, ja. Da kann ich dich ja nicht mehr abschießen. Achso, das ist dann eigentlich ungut, wenn ihr da jetzt welche macht. Na halt Messer. Messer, Bogenbau. Messer, Kirschnermesser und so sind alles noch in der Kiste. Die man braucht, einfach nehmen. Das heißt, wir brauchen nur mehr quasi 8 Schlösser für das zweite Gate-Modul und mehr Schlösser brauchen wir eigentlich dann nicht mehr, gell? Ja genau, wobei ich habe nur 4. Also 4 jetzt sollte ich da brauchen. Dann brauchen wir nur 4, genau fürs für den momentanen Bauvorhaben meine ich jetzt nicht. Für die derzeitigen Bauvorhaben, ja genau, fürs nördliche Steintorhaus. Und okay. Dann müssen wir halt dann bis zum nächsten Mal noch schauen, dass wir die Steine noch zusammensammeln, weil da fallen nur die 5000 Steine. Okay. Und das können wir aber mal so nebenbei machen, das. Aber ich kann nur ein Tor machen, genau, weil die haben nur 4 Schlösser. Also ein Tormodul könnt ihr eigentlich nur bauen. Oh, du müsstest meinen Kiln reparieren. Mein Kiln ist kaputt. Okay, mach ich auch gleich. Gebäudereparatur, das killt sich auch ziemlich leicht eigentlich. Mach ich erstmal 100 Pfeile und dann repariere ich deinen Kiln. Beziehungsweise Brennofen hast du auf Deutsch, gell? Warte, wie hast du jetzt in der Sicht von Brennofen, ja? Der andere ist der Rennofen auf Deutsch, glaube ich. Ja, genau. Bist du auf Deutsch oder Englisch? Also Einstellung. Ich hab's auf Deutsch jetzt. Ja, genau. Aber man hat's halt nur so drin von der Alpha, gell? Du hast halt einfach genau. Killen und Firmies. Der Rennofen ist von der Alpha der Furnage gewesen. Ja, genau. Wenn man es halt nur so gewohnt ist. So, 100 Pfeile haben wir jetzt auch gleich. Oh, ich werde angehandelt hier. Oh, was gibt's hier Leckeres? Gehen wir gleich wieder Flaschen zurück. Adrenalin-Cocktail. Mmh, cool. Schwergewichtsgift. Sehr nice. Dankeschön. Dankeschön. Cocktailbar aufmachen hier. Kompliment, Herr Baumeister. Haben sie sehr schön gebaut. Sehr schöne Aussicht von hier oben. Punkt, ja? Ja. Ja, wir müssen mal schauen. Nafta haben wir doch auch wie Blade, oder? Also, dass wir mal so ein paar Laternen aufstellen und so für nachts und dunkel und so. Brauchen wir keine Fackeln mehr? Ja, zumindest, dass er ein bisschen beleuchtet ist. Man konnte ja ausmachen. Also, wenn der Feind herankommt und so, dann muss man ja schauen. Also, das wollte ich dann spätestens morgen mit dir durchgehen, wo wir dann überall da die Laternen hinbauen. Ja, genau. Im Lager mal und dann außerhalb vom Lager. Zuerst mal das Lager komplett fertig und dann außerhalb bis ziehen mit dem Dorf, was wir dann nach hinten bauen, dann mit dem Reitstall und alles. Ja, genau. Hast du nur 10 Bleche für so ein Tormodul? Das schaue ich aus der Zeit. Ich bin noch am Schmelzen. Okay. Mir ging nämlich das Eisen aus. Ich muss wieder Eisen holen. Okay, also, weil ich brauche für ein Tormodul nur 10 Bleche und 16 Hartholzscheite. Gut, die konnte ich dabei schon mal sägen. Hartholzscheit hier sägen.
Ansonsten habt ihr gesagt, die Weichholzbäume sind nur draußen bei der Brauerei, oder? Die müssen wir vielleicht. Ja. War es vielleicht geschickt, wenn wir die reintragen oder die droppt dann ein paar rein, dass wir. Hier drin dann. Wir wussten nicht wohin damit, das ist das Problem, sonst hätten wir es gestern eh reingetragen. Na, passt schon. Das. Wie gesagt, das sind miese Qualität. Miese Qualität? Ja. Okay. 60, zwischen 60 und 70. Okay. Kannst du Kisten verwenden und solche Sachen? Ja. Oder für Händler, die du dann als Monument spendest für die Monumentpunkte. Das geht auch, ja. Moin moin. Moin moin, hallo Marc. Hallo Marc. Hey Marc. Hi. Servus. Der zweite Baumeister ist online, ja sehr nice. Das ist ein Kind nicht zu reparieren, weil wenn jetzt Marc da ist, kann er gleich Kohle herstellen. Ja genau, das können wir gleich machen. Glas kann er auch herstellen. Hm? Ich brauche Glas dann auch. Genau. Für die Laternen. Na gut, du hast einen Fall, nimmst du den Baum schon wirklich Backrad. Ja, aber herstellen, das war jetzt meine Frage. Herstellen muss eigentlich der Nick, weil der hat Baustoffvorbereitung. Genau, sorry, ja. Ja, aber da ist noch mein Spiel. Zwei immer. Genau. Aber trotzdem, ich hab da jetzt, eigentlich hast in dem einen Fass hast du jetzt 30 drin. Den anderen habe ich schon wieder verbraucht. Genau, warte mal. Da hast du 30 drin, genau, und in dem anderen hast du eigentlich auch 30 drin. Wenn du noch Holzscheite übrig hast, die du nicht brauchst, dann gibst du mir, mache ich Pfeile und Bolzen draus. Also ein Kinn kannst du auf jeden Fall reparieren, der gehört repariert und der Blumenerwerk hat sich auch schon repariert. Ja, also, genau. Ach ja, Marc, ich habe da den Trader-Card, also den Handelskahn hier neben dran gestellt, dass man hier sind auch die Federn drin für die Pfeile und dass man hier halt zwischenlagert, Holz und Bretter und was man alles braucht. Ja, brauchst du die 10 Holzscheite? Momentan jetzt gerade nicht, also 16 brauchen wir halt fürs Tormodul. So, warte mal, dann lass ich, dann pack ich wieder rein. Jo, und hier haben wir im Steintorhaus, ja wie gesagt, da fehlen halt nur die ganzen Steine. Von dem her ist es jetzt nicht so ganz brisant. Die Bretter sind drin, 600 Lehm fehlen noch und halt dann die 4000 noch was Steine. 800. 900 Steine und die zwei Tormodule. Jo, wie gesagt, also wir werden schauen, dass wir bis zur nächsten Folge dann auch die Steine beieinander haben, dass wir dann da weiterbauen können und das nächste Torhaus noch fertig bauen können und die Steinmauern und ja, den Burggraben müssen wir auch weitergraben. Und dann wird das Lager schon schön langsam ansehnlicher. Reitkoppelding ist da hier, das tue ich ja gerade eben auch aus Dürfen ausgraben, noch zusätzlich, was der Outking ja teilweise schon vorbereitet hatte. Genau, was? Kann man dir da helfen? Den Brennofen muss ich noch reparieren, das Fuck, gell? Wenn du magst, kannst du mir helfen. Ja, ja. Gut, ich mach schnell die Pfeile fertig, dann kommen wir rüber. Den Brennofen wird repariert, dann kannst du sicher auch noch der Blumenwehr MDS wieder repariert. Er ist jetzt wieder auf 11.000 von 16.000. Ja, ich brauche dann wieder ein Reparatursetz, da muss man Nick wieder fragen. Der braucht dafür aber wieder Weichholzscheite, die müssen wir ihm auch noch sägen. Also Marc, wir müssten sägen ohne Ende. Ich habe vorhin, wie gesagt, auch schon die ganze Zeit gesägt wie ein Blöder. Also wir müssen irgendwie schauen, dass wir immer irgendwie einen gewissen Vorrat an Holzscheiten und so weiter parat haben, dass... So spezielle Holzscheit braucht man nicht mehr. Also Weichholzscheite braucht man für Reparatursets und Hartholzscheite. Bitte? Müssen aber dann gut sein. Ja, BW. Wäre nicht schlecht, wenn es jetzt nicht die ganz schlechtesten wären, aber. Na gut, weil da hinten liegen nämlich die ganzen Scheiß-Weichholzteile. Und Hartholzscheite brauchen wir halt, also die brauchen die Schmiede auch zum Kohle herstellen. Und wir brauchen sie ja teilweise auch, was weiß ich, für Schränke, für. Ja, also Bretter und Holzscheite sollten wir immer irgendwie so parat haben für die Mauern und so weiter. Jo, dann machen wir jetzt hier noch ein paar. Welche Felder müssen eigentlich alles weg wegen dem Reitplatz? Nur das da hinten gerade rechts ausgeschaufelt einmal. Dann nach hinten machen wir dann auch noch eine Straße, dann nach hinten wird dann sowas wie ein kleines Dorf auch entstehen, wo eine Mühle auch dabei ist. Okay. Da im Norden, oder wo, Outking? Da so nordöstlich.
da wird er eh gerade geschaufelt auch. Wer ist denn hier? Ich selbst. Und ich? Aha, und ich kann nicht mehr. Danke, du hast mir gerade den Wagen geklaut. Wir müssen diese komischen Kiefernäste noch ausbuddeln, die Wurzeln. Achso, dann mache ich das. Helfe ich nachher beim Schaufeln und tue jetzt erstmal die Kiefern entwurzeln, die ich gestern umgeschlagen habe. Und hier soll der Reitplatz dann her, oder wie? Genau. Jupp. Ja, da brauchen wir glaube ich 5x4 oder so, ne? Jupp. Eine Straße haben wir natürlich auch schon mit angerechnet, die zwei Felder. Was ist denn hier? Hier steht ein, ich könnte ja eigentlich schon bauen, den Reitplatz. Da kommen zwei Felder Straße auf jeden Fall gerade auch mit. Okay. Deswegen wird er so von so wie du guckst, wird er noch zwei Felder nach rechts weiter erweitert. Ah, okay. Also sollte er nicht so da links hin, sondern quer rüber, oder? Genau. Okay, ja gut, dann kann ich ihn noch nicht bauen. Doofe Frage, Erde wieder ins Monument ganz normal, oder? Natürlich. Okay, liegen ja auch nur 15.000 Stück schon drin. Naja, ich war fleißig. Genau, kann man ja spenden. Jo, dann gehen wir mal bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, schauen, dass wir die Steine noch heranschaffen und dann vielleicht das nördliche Torhaus und die Mauern fertig machen, den Reitplatz und so weiter. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Life is Feudal mit Drago und dem Rest der Bande hier. Macht es gut, bis dann. Ciao, Servus, euer Drago. Ciao. Ciao. Ciao.